Viele Menschen können nicht verstehen, dass ein Zoo nicht für jede Tierart eine artgerechte Haltung bieten kann. Aber darauf gehe ich am Ende des Videos ein. Jetzt erstmal 10 schockierende Zoounfälle. Nummer 10. Kurz vor einem Erklärprogramm geschah im Zoo von West Palm Beach in Florida ein Unglück. Stacey war gerade dabei, sich vorzubereiten. So wie an jedem Tag, völlig routiniert. Plötzlich griff ein 13 Jahre alter Malaysia-Tiger an. Stacey galt als sehr erfahren im Umgang mit Raubkatzen. Aber an diesem Tag ist etwas Unvorhersehbares passiert. Der Grund für den Angriff ist unklar. Bevor Rettungssanitäter ihr helfen konnten, musste der Tiger betäubt werden. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass sie kurz darauf im Krankenhaus verstarb. Nummer 9. In einem Zoo in Ohio ist ein 4-jähriges Kind ins Affengehege gefallen, nachdem es sich durch das Geländer gezwängt hatte. Anschließend hatte ein rund 180 Kilogramm schwerer Gorilla den Jungen wild hinter sich hergezerrt und durch die Luft geworfen. Ein Notfallteam des Zoos hatte den Gorilla rechtzeitig erschossen, sodass das Kind mit leichten Verletzungen überlebte. Eine Betäubung sei nicht in Frage gekommen, weil der Effekt zu langsam eingesetzt hätte. Nummer 8. 1994 packte ein Eisbär namens Binky in einem Zoo in Alaska eine Zoobesucherin am Bein, die eine Nahaufnahme machen wollte. Sie erlitt einen Beinbruch und Bisswunden. Die Zoobesucherin hat die Sicherheitsbarrieren ignoriert und sich zu nah an die Gitter der Anlage genähert. 6 Wochen später kletterten betrunkene Teenager über die Absperrungen und näherten sich ebenfalls zu nah an die Anlage. Einer von ihnen wurde auch am Bein verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Man war gezwungen, rund um das Eisbärengehege die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken. Nummer 7. Im Tierpark Peking hat der Riesenpanda Gugu bereits 3-mal einen Zoobesucher angegriffen. Ein Mann war über die Absperrungen des Geheges geklettert, um das Spielzeug seines Sohnes zu holen, das über den Zaun in das Gehege gefallen war. Der Panda griff ihn an und biss ihn daraufhin ins Bein. Ein Jahr davor wurde ein betrunkener Mann angegriffen, nachdem er über den Zaun kletterte, um den Panda zu streicheln. Und 2 Jahre zuvor wurde ein 15-jähriger Junge angegriffen, der ebenfalls über den Zaun kletterte, um den Panda zu streicheln. Die Beine des Jungen wurden bis auf die Knochen zerfleischt. Nummer 6. Im Zoo von Warschau ist etwas Unglaubliches passiert. Ein Mann in Shorts und barfuß hielt mit einer Hand den Kopf eines Bären und schlug mit der anderen Hand auf das Tier ein. Außerhalb des Geheges wurde Blut entdeckt, doch der Mann war verschwunden. Ein Zoobesucher hatte das Ereignis fotografiert und es ins Internet gestellt. Bei dem Schläger handelte es sich um einen 32-jährigen Mann, den man in einem Krankenhaus ausfindig machte. Er ließ sich wegen einer Wunde am Arm behandeln. Nun droht ihm eine Strafe. Nummer 5. Vor den Augen schockierter Besucher ist ein junger Mann in das Löwengehege im Zoo von Santiago de Chile eingedrungen. Er war nackt und anscheinend in Selbstmordabsicht auf das Gehege geklettert. Er hatte sich von dort aus Zugang ins Innere verschafft. Anschließend klammerte er sich an einen Löwen und ist schließlich angefallen worden. Um den Mann zu retten, haben die Wärter 2 Raubkatzen erschossen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Nummer 4. Catherine Sharpe, eine Mitarbeiterin der beliebten Serie Game of Thrones, wurde bei einem Urlaub in Südafrika von einer Löwin getötet. Das Unglück ist während einer Jeep-Safari passiert. Um Fotos von einem Löwen zu machen, öffnete sie das Seitenfenster. Dabei bemerkte sie aber nicht, dass sich eine Löwin anschlich. Das Tier biss der Frau in den Nacken und zog sie aus dem geöffneten Seitenfenster. Nummer 3. Die Tiger im Kopenhagener Zoo haben einen jungen Mann getötet, der möglicherweise mit Selbstmordabsichten nachts in ihr Gehege geklettert war. Der Mann wurde um 7.30 Uhr morgens 2,5 Stunden vor der Öffnung im Gehege entdeckt. Der Mann wurde von den Raubtieren in Hals, Leiste und Bein gebissen. Nummer 2. Im Zoo Breslau ist ein Tiger entwischt und zerfleischte seinen Pfleger. Für die Reinigung der Käfige werden die Tiger in ein separates Gehege gesperrt. Doch der Pfleger hatte die Tür nicht richtig verschlossen. Der Tiger entwischte und tötete den Pfleger. Nummer 1. Im Freizeitpark SeaWorld im Bundesstaat Florida wurde eine Trainerin von einem Wal getötet. Während einer Vorführung schnellte der Wal am Beckenrand hoch, schnappte sie an der Hüfte und riss sie unter Wasser. Die Trainerin erlitt schwere Verletzungen und ertrank. Vermutungen zufolge hatte der Wal sich durch die langen Haare der Frau angegriffen gefühlt. Für fast alle hier aufgelisteten Unfälle war der Mensch verantwortlich.
Viele Menschen können nicht verstehen, dass ein Zoo nicht für jede Tierart eine artgerechte Haltung bieten kann. Dass das gegen die Natur geht, ist den meisten egal. Aber es gibt auch Einrichtungen, die das Gegenteil versuchen. Ein Park in Thailand gibt kranken, missbrauchten und gestörten Elefanten ein Zuhause. Ohne Reiten, ohne Ketten und ohne zirkusähnlichen Shows. Natürlich entspricht dies nicht der Wildnis, aber viele dieser Elefanten sind in Gefangenschaft aufgewachsen und könnten sich in freier Wildbahn nicht mehr zurechtfinden. Ein weiteres Beispiel findet man in Neuseeland. Dort wird der Spieß umgedreht, das heißt, der Mensch wird in einen Käfig gesteckt und in das Gebiet von Löwen gefahren. So können die Besucher die Tiere aus nächster Nähe betrachten. Aber ob das wirklich eine bessere Lösung ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall besser als in einem zu kleinen Gehege in einem Zoo. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass man Tiere, denen keine artgerechte Haltung geboten wird, in Freiheit lassen soll, gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.